So Leute, willkommen zu diesem Video. Heute mal ein kleines Review vom Jahr und was vielleicht nächstes Jahr kommt, was vielleicht über den Winter geplant ist, aber jetzt nur von meiner Seite, was Tom geplant hat oder was er noch raushaut, weiß ich nicht, aber alles weitere nach dem Intro. Letzte Woche war ich in Hamburg. Das letzte Mal gefahren bin ich vor, ich glaube, eineinhalb Monate. Und da habe ich richtig Bock gehabt, mal wieder eine Runde zu fahren. Ist jetzt nicht mehr so warm. Mir fritzt die Nase ab. Wir haben es, glaube ich, 10,5 Grad. Und man sieht vielleicht später noch, auf die Berge liegt schon Schnee. Und da ich jetzt kein Schneetyp bin, finde ich es eher uncool. Aber gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Wird heute nicht eine ganz so lange Runde, nur mal ein kurzes Video, oder ich probiere es zumindest, es kurz zu halten. Genau, worum es geht, was kommt, was war, kleine Zusammenfassung meinerseits. Wenn ihr dieses Video seht, dann wird es bestimmt schon Oktober sein oder vielleicht sogar November. Auf alle Fälle, dann wird alles schon vorbei sein, dann wird ihr schon gewaschen sein, schon eingemottet sein im Winterschlaf. Müsste ich demnächst auch mal tun. Wir fahren hier links rein, weil ich keinen Bock auf Regen habe. Genau, was kommt, was war? Fangen wir erstmal mit der Vergangenheit an. Die Entstehung dieses Kanals. Ich finde es schon cool, was ich gehört habe von meiner Seite, von den Leuten, die ich kenne. Überhaupt nichts Negatives gekommen ist. Wie gesagt, alles just for fun, dass ich die Kamera auch mal hernehme. Das Schneidprogramm auch. Wenn ich eher unterwegs bin, dann kann ich das auch eh zeigen. Oh Mann! Neue Handschuhe bräuchte ich auch mal. Genau, nee, dass ich euch einfach zeigen kann, wo ihr euch so umeinander vor, wenn ihr einmal unterwegs bin. Mein OCX gehabt in Italien, Kroatien, wo ich war. Tagestour, komme ich auch gleich dazu. Was noch kommt, eventuell. Wie gesagt, freut mich echt mega, dass die so gut ankommen, die Videos. Aber das Video hier wird wahrscheinlich eins von den letzten sein. Für heuer, weil ich nämlich Saisonkennzeichen habe. Darf ich nur bis September fahren und wir haben schon Mitte September. Und heute habe ich mal wieder Bock gehabt, dass ich fahre, bevor es im Winterschlaf geht. Wetter nicht ganz so optimal, aber was willst du machen? Oh, fahren wir mal hier rechts rein. Halt nur gemütliche Runde, kurze Runde. Kommen wir mal dazu, was vielleicht noch kommen wird an Videos. Also geplant, hoffentlich, wenn das Wetter mitspielt. Wenn es ein bisschen schöner wird, jetzt regnet es, habe ich noch eine Tagestour nach Österreich, die ich noch gern fahren würde, aber mal schauen. Und über den Winter, ja, umbaut ist das Motorrad schon, also viel werde ich da nichts mehr tun. Habe ich im letzten Winter erst umgebaut, so wie es da steht, mit dem neuen Dekor und Vorstellungsvideo. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es mal rein, unten in der Beschreibung oder oben rechts. Irgendwie groß umeinander gebaut, wird an dem nichts mehr. So wie es jetzt da steht, gefällt mir das eigentlich schon recht gut. Und was im Winter noch alles kommt, wie gesagt, auch im ersten Video, ebenfalls unten der Link, habe ich zumindest so nichts geplant. Irgendwie, weiß ich nicht, Tom hat irgendwas gemeint gehabt mit Streaming oder Gaming, irgendwie so nebenbei. Aber wie genau, was er geplant hat und ob es wirklich so stattfindet, keine Ahnung. Vielleicht hat er noch ein Video raus, was von seiner Seite vielleicht noch kommt. Was sein Resümee war von diesem Jahr. Auf alle Fälle über den Winter wahrscheinlich meinerseits nichts Spannendes. Vielleicht eine neue Anschaffung. Und zwar bin ich am Liebäugeln vielleicht mit einer etwas hochwertigeren Kamera für Instagram-Biel. Weil ich habe nämlich Biel gesehen gehabt, die was richtig Hammer ausschauen. Wo ich mir denke, hätte ich auch Bock drauf. Kostet zwar wieder was, momentan eh kein Geld nieder, aber im Winter, wenn ich eh nicht fahre, Schrauben hat sie eh erledigt, weil Projekt 96 ist ja fertig. Was ich noch vergessen habe, wie gesagt, kein Profifahrer, kein Profi-Videokater oder sonst in der Art und Weise. Der ist einfach nur just for fun. Und dass ich die Videos heute einfach mit euch teilen kann, je nachdem wer Bock drauf hat, schaut sich's an. Aber für mich persönlich, es ist hier irgendwie, gefällt mir schon recht gut.
die eigenen Videos machen im Schnittprogramm, ein bisschen kreativ sein, ein bisschen umeinander spielen, ein bisschen einfuchsen. Das macht mir schon recht Spaß. Also da muss ich ehrlich sagen, ja, ist ungewohnt, sich selber im Internet zu sehen, aber trotz alledem macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und eine kleine Prognose für nächstes Jahr, was nächstes Jahr geplant ist. Momentan habe ich noch absolut gar keinen Plan. Vielleicht geht es wieder eine Woche irgendwo hin. Vielleicht lassen wir es nächstes Jahr wieder ausfallen. Irgendwann mal in der Zukunft ist auf alle Fälle wieder geplant. Süden und Norden. Wenn es sich ergibt, vielleicht Skandinavien, vielleicht Westalpen. Vielleicht einfach in Osteuropa so eine Enduro-Tour zu buchen und da mal mitzufahren. Da hätte ich auch mal mit der Bock. Aber Stand jetzt absolut gar kein Plan, was nächstes Jahr alles auf uns oder mich zukommt. Aber was ich eins sagen kann, mit Tagestouren wird es nächstes Jahr definitiv wieder weitergehen, weil ich nämlich nur einen Bruchteil geschafft habe. Was bin ich gefahren? Zeugpass, Großglockner, vielleicht kommt noch ein Video. Dann waren das drei von, keine Ahnung, wo sind die, 10 oder noch mehr. Es bleibt spannend, was nächstes Jahr kommt und wie die ganze Gaudi da weitergeht. Genau, dann bleiben wir da vorne nur mal kurz stehen. Genau, da sieht man es recht gut. Auf die Berg überall liegt schon ein bisschen Schnee. Deswegen habe ich auch halt mal mein dickes Quando gezogen, weil es sonst kalt wird. Und einfach mal schauen und hoffen, dass der Winter nicht zu früh kommt, dass ich noch ein bisschen fahren kann, für den Monat zumindest. Und dann einfach mal überraschen lassen, was noch kommt. Wie gesagt, den Monat, der wir nur fahren, weil ich es so kennzeichen habe. Und dann kommt die Winterpause. Aber wenn ihr dieses Video seht, wird es eh schon Oktober oder vielleicht sogar November sein. Aber wie gesagt, September, also allerletzte Mal, wo ich fahren darf. Und dann erst im April wieder. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und auch gerne ein Like da lassen. Genau, und in diesem Sinne, mit dem blauen Himmel und dem Schnee auf die Berg, sage ich schon mal vielen Dank für die, die was uns abonniert haben, für die zukünftigen Abonnenten schon mal. Und dass ihr unsere Videos schaut, dass die gut ankommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.